Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tintenreview, Quatsch, Füllerreview. ja. Diesmal ein guter Füller, ein schöner Füller, ein Füller, den ich auch schon seit einiger Zeit also ins Auge geworfen habe. Und den ich jetzt bei meiner letzten Expedition nach Mannheim beim Schreibwarenladen Krump gefunden habe, auch Test geschrieben habe. Und wie es dann oft so ist, mit Dingen, die man ausprobiert, die einem gefallen, die einem auch schon vor dem Ausprobieren gefallen haben, man kann da gar nicht anders da und den Kram halt eben mitnehmen. Das habe ich auch gemacht in dem Fall. Es ist der Diplomat Excellence A Plus. Ja, einen Excellence A habe ich ja schon. Ja, der Excellence A2 in der schönen Skyline-Optik. Was ist der Unterschied zwischen beiden Füllern? Grundlegend haben beide Modelle eigentlich das gleiche Design. Ja, also die Maße, ja, dürften auch die gleichen sein. Man sieht es ja auch. Im Prinzip sind es wirklich dieselben Modelle, dieselben Füller im Prinzip. Ja, der hat auch diesen coolen Clip, der sich hier ganz einfach herausdrücken lässt. Ja, ist bei dem aber ein bisschen schwieriger als bei dem, einfach aus dem Grund, weil die Oberfläche von diesem hier, das ist die Gulosch-Version, die hat die Oberfläche, die ist, da gibt es so einen Fachausdruck für, der ist so leicht gummiert. Also es ist nicht so glatt wie der da jetzt hier, ja, sondern fühlt sich so, ja, halt eben so ganz, ganz leicht gummiert an. Fühlt sich dadurch auch besonders an in der Hand. Der eine mag's, der andere nicht. Ich finde es toll, mit diesen eingravierten ja, Netzmuster, kann man sagen. Sieht toll aus. Gulosch. Gulosch. Was so dieses Designelement betrifft, fast gleich halt, ne? Die Besonderheit an dem ist aber der Schraubverschluss, also die Art und Weise, wie man den Füller öffnet, ja? Während der normale Excellence A2 ja diese Steckvorrichtung hat mit diesem schönen Sound, ja, der wirklich himmlisch ist, also. Nochmal, Freunde, weil es so schön war. Ich mag dieses Geräusch. Dieses Geräusch werden wir jetzt bei diesem Modell nicht haben, weil das Ding ist nämlich zum Aufschrauben, ja. Das Besondere daran aber ist, ja, also ihr seht das, während man bei anderen Capping-Mechanismen schraubt und 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 schraubt, bis dann irgendwann auf ist, ja, haben wir bei diesem Füller das Ding innerhalb von einer halben Umdrehung auf. Ja, also quasi hier, das Gewinde ist sehr kurz, nur das, was nötig ist, damit die Kappe sitzt, ja. Also wirklich nur eine halbe Umdrehung. Mehr ist nicht nötig. Und das ist das Besondere an diesem Füller, würde ich sagen. Ansonsten aber ist es der gleiche Füller im Prinzip auch wie auch das gewöhnliche Modell. Ja, hier auch mit einer Medium-Stahlfeder. Als ich bei Krump gewesen bin, habe ich mal die Gelegenheit wahrgenommen und habe mal verglichen, ja, zwischen einem Diplomat mit Stahlfeder normal und einem Diplomat mit einer Goldfeder. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gestern, also es ist jetzt gestern, ich habe heute die ganzen Videos jetzt hier quasi gedreht, weil ich jetzt gerade hier Ruhe habe zu Hause. Ich habe jetzt für mich im Direktvergleich keinen Grund gesehen, warum ich mehr Geld ausgeben soll für eine
schönere, also für eine optisch schönere Goldfeder, die aber im direkten Vergleich vor Ort mich nicht überzeugt hat. Ja, und ich habe dann mit der Verkäuferin, habe ich über dieses Thema gesprochen und sie hat mir erklärt, was ja auch eigentlich logisch ist, dass halt eben das Material der Feder, ja, ist eigentlich nicht so ausschlaggebend für das Schreibgefühl, sondern einfach nur diese kleine Iridiumkugel, die hier oben quasi auf der Spitze drauf sitzt. Ja, kann ich jetzt mal zeigen? Komm schon, Fokus, ja, Dankeschön. Also hier da in diese Iridiumfeder, die, also dieser Punkt hier vorne an der Spitze, das ist eine Iridiumspitze. Ja, und die hat eigentlich jede Feder. Also jede normale Feder. Also diese Stubbs vielleicht nicht, aber also jede normale Feder hat auch diese Iridiumkugel oben, also vorne drauf. Und die ist halt, weil die per Hand geschliffen werden muss, immer anders. Ja. Und die Goldfeder, die ich gestern ausprobiert habe, sie schrieb sich nicht schlecht. Gleich vorweg. Es war schon ein schönes Gefühl. Es schrieb gut, also hat sich gut geschrieben. Aber im Vergleich zu dieser Stahlfeder, die ich jetzt hier drauf habe, war sie schlechter. Oder vom Schreibgefühl her. Sie war nicht so sanft, ja. Und da hat sie mir gesagt, dass es eigentlich egal ist, ob das jetzt eine Goldfeder ist oder eine Stahlfeder, wegen dieser Iridiumspitze vorne oder Iridiumkugel, die immer anders geschliffen ist. Und deswegen muss man auch gerade dann, wenn man sich einen Füller kauft mit einer Goldfeder, immer die Feder nehmen oder den Füller nehmen mit der Feder, die man vor Ort ausprobiert. Ja, sie sagte, das ist immer so, schon so eine Schwierigkeit, wenn man sich Füller online kauft. Da kann man gute Federn bekommen, man kann aber auch schlechte Federn bekommen, je nachdem, was man gewohnt ist, was man für Präferenzen hat, was man für Vorlieben hat. Deswegen immer vor Ort am besten ausprobieren, dann kann man sagen, ey, die ist geil, die gefällt mir, die nehme ich mit, ja. Für mich persönlich hat es jetzt keinen Grund gegeben, mich jetzt gegen eine Stahlfeder zu entscheiden, weil letztendlich zählt dann doch auch nur das Schreibgefühl mit dem Füller. Und das ist wirklich hervorragend gewesen. Ja, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja. Apropos Schreibgefühl. Jetzt gibt was aufs Papier. Und zwar aufs Papier mit dem Diplomat Exzellenz A plus. Die Tinte ist Pelikan Edelstein Saphir. Oh, by the way. Medium Feder. Ja. Ich habe auch ein paar andere Federstärken ausprobiert von Diplomat und kann ich doch trotzdem immer wieder nur sagen, wenn man erstmal eine Federstärke für sich herausgefunden hat, darf man der auch ganz gerne treu bleiben. Ja, das Breit war mir zu breit, das Fein war mir zu fein. Voilà, Medium. Besser geht's nicht. Ja, also die Tinte Pelikan Edelstein Saphir. Ich habe, glaube ich, hier falsch geschrieben, ist egal. Also auf jeden Fall schon eine schöne Tinte. Für meinen Geschmack aber, ich weiß nicht. Gucken wir doch mal im Vergleich. Ich finde die Farbe zwar schon schön, ja, es ist ein schönes, solides Blau. Ja, also ich habe die Tinte im Original hier auf einen Swap gezogen. Ja, ein bisschen was aus der Konverterfüllung von meinem Kumpel Jan bekommen. Ja, und damit ich das hier als Swap habe und euch zeigen kann. Ja, wie gesagt, es ist ein schönes, solides Blau. Im Vergleich zu anderen Saphir-Blau, Diamine, ja, Saphir-Blue, ich weiß, ich habe das hier falsch geschrieben, ja.
Dann die Version von Monteverdi, die deutlich dunkler ist, wie ich finde. Vergleichbar vielleicht auch so ein ganz bisschen so mit Asagao, ja, Paleroshizuku Asagao. Ist dann aber, wenn man es jetzt betrachten wollen würde, mit dem stinknormalen Blau, was man immer und überall bekommt, nämlich Pelikan 4001 Königsblau, schon schöner. Ja, vor allem Pelikan Edelstein Saphir ist. Es ist ein Blau. Ein solides, schönes, leuchtenderes, saftigeres Blau. Ja, mit einem gewissen Anteil an Violett vielleicht dabei. Nicht viel, wirklich ein bisschen nur. Aber es sieht schön aus. Also nichts Besonderes, ja, aber schön. Kleines, kurzes, unspektakuläres Schreibbeispiel. Ja. Weil ich bin in letzter Zeit so ein bisschen unkreativ, was das Schreiben von Schreibbeispielen betrifft. Keine Ahnung. Ist mir aber auch eigentlich gar nicht mal so wichtig, sage ich mal, Leute. Also es geht mir vorrangig um den Füller, ja, und noch um die Tinte vielleicht, ne? Aber von daher. Gibt's halt mal heute den Quick Brown Fox in der deutschen Version. Ist ja auch egal, ne? Also Stahlfeder, klar, muss ich jetzt nichts dazu sagen. Flex 0 muss er aber auch nicht, dafür ist er auch nicht gemacht, ja. Schreibt aber sehr sanft, was die Ergiebigkeit betrifft, kann er sich auch sehen lassen, ja. Ist nett so trocken. Macht Spaß damit zu schreiben, ja. Beim Schnellschreiben vielleicht versagt er auch nicht. Ja. Oh, ein schöner Füller. Muss ich sagen. Ja. Ein Vergleich. Ein Größenvergleich. Also, was haben wir dann hier alles hier rumliegen? Also hier sieht es bei mir aus, schon überall liegen Füller. Überall liegen Füller herum. Ist furchtbar. Also, der Bruder, der blaue, Diplomat Excellence A2 in der Skyline-Version, Diplomat Arrow in Blau. Ja, wie gesagt, auch noch neu. Lamy Studio Aquamarin. Dann ein Twisby Eco. Lamy 2000. Lamy Ion. Und ein Muss immer, der Pelikan M200. Ja, also hier ist nicht der größte Füller, aber auch nicht der kleinste Füller. Ja, aber dafür einer mit der besten Feder. Und ich muss sagen, also die Diplomatfüller, die ich bis jetzt alle in der Hand hatte und auch selbst teilweise auch besitze, schreiben alle absolut hervorragend. Ja, ich kann es gar nicht anders sagen.
Das Gefühl in der Hand ist einwandfrei. Das fühlt sich bequem an. Das fühlt sich hochwertig an. Es macht Spaß, damit zu schreiben. Und das ist ja auch das eigentlich, worauf es ankommt, ja. Der Füller lässt sich zwar auch aufkappen, ja, mühelos, ohne Probleme. Ich glaube aber, dass dann unter Umständen das Material hier so ein bisschen darunter leiden könnte. Ja, da, man sieht es. Ich glaube, das könnte vom Capping-Mechanismus kommen. Von daher, ich glaube, den Füller werde ich nicht aufgekappt benutzen. Ist aber auch nicht notwendig, ja, weil er ist lang genug, ja, groß genug, dass ich ihn ganz normal halten kann. Macht Spaß, ja, und mit diesem schönen Feature einfach nur eine halbe Drehung, bis das Ding zu ist und wieder auf ist. Wahnsinn. Also ein wirkliches Feature, was mich begeistert hat von Anfang an und was auch ein Grund gewesen ist, ja, also allein schon die Optik war ein Grund für mich, den Füller überhaupt zu kaufen, weil ich einfach toll finde. Plus noch dazu mit diesem kleinen coolen Feature fand ich richtig geil. Ja, also ich kann diesen Füller bedenkenlos empfehlen für jeden, der mal was anderes ausprobieren möchte, der was Besonderes haben möchte. Geile Sache. Ja, so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Cooler Füller. Kommt übrigens in der standardmäßigen Verpackungsschachtel, die man bekommt bei eigentlich jedem Diplomatfüller. Also deswegen, ich habe den jetzt nicht eingepackt, um ihn für euch vor der Kamera auszupacken, weil ich es schon ein paar Mal gemacht habe, ist die gleiche Verpackung wie sonst immer auch, ja. Und ja, das war's auch schon. Gut, damit bin ich am Ende von dem Review zum Diplomat Excellence A Plus. Hat euch das Video gefallen? Dann gerne einen Daumen nach oben. Kommentiert gerne auch und abonniert mich auch, freue ich mich immer. Riesig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja. Was habt ihr gerne für einen Füller? Was ist euer Lieblingsfüller? Schreibt es mir in die Kommentare. Warum vor allem mögt ihr mehr Stahlfedern, mögt ihr Goldfedern eher? Auch warum? Und bis zum nächsten Review, Freunde. Bis bald und tschüss.